Hole Hilfe und untersuche den Hinterhof. Und damit erstmal Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Oh, Kara guckt in den Himmel. Und ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, ein wenig zu spielen. Was war das? Und gleichzeitig teste ich noch das neue Setup, indem ich jetzt übers Mischpult aufnehme. Ich habe gerade mal geguckt, kurzzeitig. Da hinten hackt ein Holz. Ich habe geguckt, ob dieses Knattern, was ich vorher mit meinem USB-Mikrofon hatte, während ich gleichzeitig auf demselben PC aufnehme und spiele, ob das noch da ist. Jedenfalls nicht da. Falls es doch da sein sollte, entschuldige ich mich schon mal. Ich versuche direkt nach der Folge mal reinzuhorchen, wenn ich es nicht vergesse, weil es wieder zu spannend ist oder wieder 8000 Leute gestorben sind wegen mir. Und dann, falls es auftritt, dann ändere ich das Setup. Aber ansonsten fangen wir erstmal an. Und wir holen Hilfe. Achso, ja genau, wie war es hier? Da ist auch der einzige Punkt gerade. Alter, wie laut. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Können wir Ihnen vertrauen? Ja. Wir haben keine Wahl. Das ist richtig. Und ganz ehrlich, es ging so oft schief. Traditionen wollen ja erhalten werden, ne? Ich wette, der junge Mann, der hier gerade Holz gehackt hat, war auch ein Android. Oh. Alice. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Was ich übrigens, ne? In der Zeit natürlich, nachdem ich wieder Connor getötet habe. Und ich habe mal geguckt beim Rendern. Ich hatte da noch 0,2 Sekunden oder so Zeit. Ich hätte es schaffen können. Aber das Spiel wollte mich einfach scheinbar nicht lassen. Gesundheit. Ja, was ich in der Zeit so nachgedacht habe, ist ja mit dem die Geschichten, die wir hier spielen. Wir haben ja mit Connor. War das Connor? Ja, ne? Connor, dem. Und Connor war der. Ja, doch, ja. Connor war der Polizist. Der Polizisten-Prototypen. Und der andere war ja Markus. Und ich frage mich, ob hier in der Geschichte auch ein Prototyp mit drin ist. Aber Kara dürfte es eigentlich nicht sein. Die wurde ja vorher... Gesundheit. Ich glaube, ich beeile mich mal lieber. Bevor sie hier noch eine Erkältung kriegt. Die wurde ja vorher kaputt gemacht von Todd und dann wieder repariert. Also gehe ich davon aus, dass sie... Achso, ich habe eine Klappe. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? So, ich kann mich wieder bewegen. Genau, ich wollte sagen, ich habe da eine Vermutung, dass in der Geschichte vielleicht auch ein Prototyp drin ist, der jedoch nicht Lofer ist da hinten, der Loferschwamm. BG. Aber auch nicht Kara. Weil ich glaube, die ist einfach so ein Serienmodell. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Ich kann natürlich einfach nur komplett daneben liegen. So, der junge Mann da hinten, der sonst hochbegleiten. Ich glaube tatsächlich, dass Rose kein Android ist. Einfach nur wegen ihrem Aussehen tatsächlich. Das ist jetzt gar nicht so oberflächlich, wie ich wie es vielleicht klingt, sondern die ganzen Androiden, die ich jetzt bisher gesehen habe, die sind halt so, weiß ich nicht, so nach Medienvorstellungen gebaut. Das ist ja schön. Guck mal hier, Alice. Und Rose sieht halt nicht so aus, ne? Obwohl, es kann natürlich auch, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass es einfach spezielle Anfertigungen gibt. Bring Alice ins Bett. Guck mal, Alice geht schon mal vor. Und ich muss jetzt hier gucken. Das ist übrigens ganz schräg. Also praktisch, aber schräg, dass ich mich jetzt die ganze Zeit selber höre. Das ist zur Überwachung natürlich sehr schön. Schuhe ausziehen. Alice ausziehen. Also nicht wundern, wenn bei dieser Aufnahme vielleicht das ein oder andere nicht hundertprozentig gleich gut läuft. Ich arbeite noch dran. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Ja. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Warum hat sie... Vielleicht haben sie Angst. Die Leute fürchten immer das, was sie nicht kennen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ja gut, wenn sie morgen stärker ist als du, kann sie uns ja einfach nach Kanada rüberwerfen. Das ist ja kein Problem dann. Ich bleib bei ihr. Auch der ist einfach super, der Typ. Anfänglich ein bisschen schwierig gewesen, aber jetzt... Und warum hat Alice gesagt, uns? Die hat also sie hat sich mit einbezogen. Entweder ist das so ein kindliches Ding, dass sie es noch nicht ganz versteht. Machen wir mal zu hier, damit sie richtig schlafen kann. Oder sie ist tatsächlich auch ein Prototyp. Der menschlichste überhaupt dann, ne? Wenn der Fieber kriegen kann, frieren kann und so. Gibt es hier noch irgendwas Schickes? Ich will natürlich wieder versuchen, nichts zu übersehen. Ja, versprechen kann ich nicht. Das Einzige, was man hier bei mir viel sieht, sind Tode. Die gibt es hier zuhauf. Kann ich mir vielleicht noch andere Räume jetzt angucken? Nö. Er zeigt mir auch mit R2 nichts an. Mit RT ist es ja bei dem Microsoft-Controller. Hä? Achso, falsche Taste. Ja, ich, ja. Was hinterlässt denn 3 Furchen? Wenn man 3 Leichen zieht, ne? Ein Traktor hinterlässt auch 3 Furchen. Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Der hat ja vorne auch 2 Räder. Ich habe mir gerade so einen Schwalbtraktor vorgestellt. Ich weiß gar nicht, warum. Eine Rikscha. Hat eine Rikscha nicht ein Rad nur vorne? Hm. Ich muss jetzt mal die Steuerung hier wieder ein bisschen reinkriegen. Das, mit RB ist die Kamerawechsel. Das Einzige, was ich weiß, ist RT. Gucken. Gut, Rose möchte natürlich jetzt gleich mit mir reden. Bitte löscht meinen Speicher nicht oder verprügel mich. Vögel. Und das da sieht aus wie eine Taucherglocke da links. Hm. Oh. Ich weiß gar nicht, warum ich Ohr sag. Ein Weihnachtsbaum. Hier fehlen Bücher. Ich bin ja gar nicht so der... Wie war noch der Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Okay. Adam mag offensichtlich Androiden nicht. Entweder ist da einer. Oder da hier natürlich auch wieder der Papa im Hause fehlt. Kann natürlich auch sein. Und dass es da etwas an Vorgeschichte gab. Aber in diesem Spiel gibt es ja immer eine Vorgeschichte, die ich kennenlernen werde und dann allen Beteiligten das Leben noch schwieriger gestalten werde. Das einfach ist so. Macht man halt so. Gut. Aber ich möchte mich hier noch umgucken. Hier ist auch nichts. Ja, was ich sagen wollte, ich weiß gar nicht, warum ich zum Weihnachtsbaum das Ohr sage. Ich bin gar nicht so der Weihnachtstyp. War irgendwie nie ein großes Thema. Und derzeitig wäre es mir zu aufwendig, so ein Ding aufzustellen. Gut. Obwohl ich eine Tradition habe zu Weihnachten. Das dem vielleicht wieder widerspricht. Aber egal. Vorher nochmal gucken. So, oh. Oh nein, lesen. Nein, lesen. Moment. Kann ich das? Hä? Gut, ich muss offenbar erst mit Rose reden. Sagte er und ging zu Adam. Hallo. Adam hat keinen Bock. Kann ich einfach rausgehen? Nein. Gut, dann nicht. So, Rose. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Hm, vorsichtig. Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen. Und ein neues Leben beginnen. Rose. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Viele Abweicher. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Hm. Warum helfen? Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr Danke sagen. Ich wollte mir Danke am Ende aufheben. Oh. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Ich würde... So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist da los? Okay, ich kann nicht... Was ist los? Oh. Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh. Wieso? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Ah, ich kann wieder. Okay. Ja, ich dachte, ich bleib mal mit Alice da, weil... Wie gesagt, ich vermute ja, dass sie auch ein Prototyp ist und ich dachte, vielleicht kann sie so eine Androiden wieder anmachen. Aber sie konnte ihn zumindest beruhigen. In der Hoffnung, dass der jetzt, weiß ich nicht, keinen Amoklauf begeht. Ich hoffe es stark. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen, das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Verzeihung, da muss ich kurz husten. Ja, Adam. Kann ich da hinterhergehen? Und ist das eine gute Idee? Nein. Kann ich hier vielleicht... Ich gucke mich natürlich immer noch um, ne? Hier gibt es sonst nichts. Und hier kann ich nur reinluschern. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Das halte ich für keine gute Idee. Sie hat gesagt, der See ist so gut wie zugefroren. Und jetzt will sie da alleine raus. Die Dame wird wahrscheinlich im See... Das können wir nicht machen. Wir müssen da hinterher. Aber dann lassen wir Alice allein mit Adam. Habe ich mich schon mal beim Spiel bedankt für diese Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist echt super. Danke, Spiel. So, jetzt kann ich natürlich auch lesen. Wir lesen mal so schnell es geht. Wer würde ihn gewinnen? Der Dritte Weltkrieg. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst? Ja, das kennen wir alle schon unten. Der Dritte Weltkrieg. Wer würde ihn gewinnen? Würden die Kämpfe in der Arktis ausbrechen? Wer würde gewinnen? Amerika hat den schlechteren Zugang zum Gebiet, ist aber umgeben von Verbündeten. Russlands Androiden besitzen einen technologischen Vorteil. Sie können bei Temperaturen unter Null arbeiten. Die US Navy ist mit Trojaner und Myrmidone-Einheiten von Cybernetic ausgerüstet, die für den Kampf auf See optimiert sind, während Russland stark in Eiskatter-Einheiten investiert hat, die Wege durch solides Eis bauen können. Beide Armeen scheinen gleich stark zu sein und Harry Grayton, Präsident des Weltrates für Gebietsstreitigkeiten, beschreibt die Ansprüche beider Länder auf der Arktis als gleichermaßen dürftig und gleichermaßen zynisch. Ein Sprecher der UN kommentierte das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Arktis so: Die Tatsache, dass die Truppen so ausgewogen sind, ist ein Grund mehr, wieso ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden muss. Bei einem Krieg gäbe es nur Verlierer. Gibt's das nicht immer nur? Ja? Verwöhnen Sie sich. Den AX400 gibt's schon ab 899 Euro. Oh, ich bin ein Billigmodell. Und Kara auch. Gut, sie nach Alice, sie nach... Ne, rede mit Adam. Ich will eigentlich zu Rose. Hä? Hat Adam sich in der Zeit da hingesetzt? Kann ich echt nicht rausgehen? Ja, da wird was passieren und dann... Ja, das wird Adam nicht gut gehen. Das, Beutel mit blauem Blut. Okay. Adams Vater. Die Polizei. Es ist die Polizei! Öffne die Tür, finde einen Beweis für Abweichler. Was? Finde einen Beweis für Abweichler? Muss ich dir das verstecken? Ach du Heilige. Was machen wir jetzt? Immer mit Ruhe, warte. Sie wissen, dass wir hier sind. Ist ja gut. Weg damit. Wir müssen aufmachen. Kannst du mal die Klappe halten? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Dann nimm Alice und versteckt euch. Oben. Oben. Komm, Alice. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber egal. Ja, ich bin ja dabei. Shit, noch 34 Sekunden. So. Das hier muss weg. Was ist mit dem Foto? Können wir das Foto... Ah, shit. Das wäre zwar jetzt nicht höflich, das Foto umzukippen, also dass man es nicht sieht. Aber man könnte zum Beispiel, wenn die hochgehen, sagen, ja, Luva ist hier der... Warte, beschwichtigen? Ruhig, ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Okay, das hätten wir schon mal. Ich muss noch zwei Beweise. Machen wir doch mal die Tür hier zu. Hallo? So. Wow, das ist aber gut versteckt jetzt. Okay, noch ein Beweis. Ich habe keinen Plan, was. Muss ich dafür hoch? Oh Gott, bitte nicht. Nee. Da hinten. Nicht da noch was? Oh Gott. Hier ist nichts. Sagt die Zeit? Oh Gott, das sind 7 Sekunden, ne? Oh shit, ich muss da hin. 6, 5, 4. Ich schaff das nicht. Ich verkack schon wieder. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Okay, finde einen Beweis für Abweichler. Ich habe echt keine Ahnung, wo der sein soll. Nein. Nein. Und RT hilft mir hier auch nicht gerade sehr viel. Mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Wenigstens muss ich ihm nicht direkt antworten. Das wäre Alice. Das... Nur meine Tochter. Sie schläft um. Das ist ja eine hässliche Kanne. So. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Sie Androiden hier? Nein. Nein, hier sind keine Androiden. Kaffee, finde einen Beweis für Abweichung. Mann, shit, du. Mann, ich weiß nicht, wo hier was ist. Ich gehe jetzt hier einfach lang und hoffe auf Glück. Das, ja, hat ja schon oft geholfen. Oh, warte mal, kann es sein, dass es das scheiß Heft ist? Kann es sein? Danke. Nee, ich dachte, ich muss vielleicht die Seite wechseln, aber... Hier ist nichts. Wo ist hier denn noch ein... Oh Gott, da? Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch ein Beweis für Androiden ist. Nö. Ist der Baum vielleicht ein Android? Das ist eine Zeitung. Was will er? Die habe ich nicht herausgegeben. Die ist einfach so da. Hm, Ihre Tochter scheint aufgewacht zu sein. Oh, zum Glück habe ich das gesagt. Ich habe sowas in der Art geahnt. Dass da oben Krach sein wird. Ja, kannst du jetzt langsam mal gehen, Alter? Was bist du denn für ein Kopf? Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein, ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Der Wind. Das war ein Windstoß. Ich habe wohl ein Fenster offen gelassen. Entschuldigen Sie die Störung. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Oh, er geht's gut. Oh. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Es war die Zeitung, oder? Und ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir Alice haben zu den anderen da hingehen lassen. Weil dadurch war der ein bisschen beruhigt. Und er hat wahrscheinlich jetzt nicht so viel Krach gemacht. Und ich wollte gar nicht der Wind sagen. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte was mit der Waschmaschine sagen. Schein gehabt. Mitternachtszug. Ich hatte echt Angst um Rose, dass sie da irgendwie Alice zu Mary lassen. Guck mal, hier hätte man... Obwohl. Was ist hier? Magazin lesen, das Haus erkunden. Ich habe einiges verpasst, oder? Polizist an der Tür. Adam gerät in Panik. Und ja, hier hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben. Und hier wäre wahrscheinlich gleich verdächtig, oder ich weiß es nicht. Gut, es ist so nichts passiert. Ja, dann würde ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl.